das kann man ablegen und das wollte ich. Ich wollte wissen, wer bin ich eigentlich, oder? Wenn Sie das auch interessiert, dann denke ich, haben Sie nicht durch, oder Psychoanalyse war dann ja auch so en vogue, oder? Gibt es immer noch, aber das ist natürlich, ja, also wenn man nur selber an sich herumdrückt, so dann, oder auch einmal durch einen harten Psychotherapeuten da, dann wird das nicht reichen, um alle die tiefen, auskristallisierten Schichten da nur schon zu erkennen. Da gibt es den Weg des Mannes durch die Natur. Die Frauen sind gerne eingeladen, diesen Weg auch zu gehen, aber sie werden ihn ziemlich sicher nicht gehen. Sie möchten gerne, wie es 1 Million Jahre war, seitdem wir das Feuer haben, wahrscheinlich schon früher. Sie sind diejenigen, die lieber an einem Ort sind, den man einfacher verteidigen kann, wo man auch ein bisschen Dinge hat, die gewisse Vorräte auch hat, wo man die Kinder auch ein bisschen spielen können und man sie nicht dauernd nur immer mittragen muss. Das sind so grundlegende Wirklichkeiten, die man auch politisch nicht wegdiskutieren kann, oder? Das sind einfach Tatsachen auf der Erde, oder? Das meine ich mit männlich und weiblich. Und das werde ich auch daran festhalten. Also. Oder es war die Diskussion, männlich und weiblich, soll man das jetzt einfach die Charaktere dort drin aus dem geschlechtlichen Gefüge rausnehmen und einfach sagen, reden von risikofreundlicher oder ängstlicher, aber dann, Sie können ja selber, Sie kennen einfach meine Position, oder? Das sind dann auch Leuchttürme. Und dann können Sie dann sich selber ja auch dort einordnen und sagen, ja, also in diesem Punkt, eine Frau ist vielleicht auch risikobereit, oder, aber eben, woher kommt denn das, oder? Und wollen Sie vielleicht doch auch mal ja, man kann sich selber auch erschaffen, oder? Wo man hin möchte und wo das hingehen soll. Ist natürlich grundlegend die Frage. Und da möchte ich Ihnen als Orientierung dann diese Tabelle rübergeben. Das muss dann noch besser rezipierbar werden, wo man am besten einsteigt, wo Hauptgesichtspunkte sind und so. Und das ist der Weg der Schamanin. Das ist so ein Grundschema der Orientierung und da ist es dann auch ein riesen Unterschied, oder? Ob man der Weg der Schamanin findet innerhalb der Gesellschaft statt, integriert
die ganze Entwicklung auch findet innerhalb der Gesellschaft statt. Beim Schamanen ist die Entwicklung in der Natur, oder? Und dann haben wir das Grundphänomen von Leistungsfähigkeit, oder? Das ist dann entscheidend, oder? Es ist auch heute noch entscheidend. Bin ich arbeitsfähig? Wie viel kann ich da leisten, oder? Oder bin ich schlussendlich krank, oder? Dann möchte ich an mir arbeiten, oder? Solche grundlegenden Bestimmungsgrößen werden ausgebreitet und handhabbar für Sie als Orientierungspunkte. Ich werde das jetzt wieder zur Erschütterung unterbreiten und bin dann gespannt. Das wird sicher angezweifelt, dass man eine eigentliche ursprüngliche Natur hat, oder? Das heißt, das ist alles nur sozialisiert, aber eben dort kommt es dann gerade her, oder? Eigentlich haben wir es ja jetzt gesehen, Sie können es jetzt auch sehen, wenn Sie sagen, ist ja nur sozialisiert, dann bestätigen Sie ja damit, dass man das auch anders haben könnte oder anders, und dann kann man ja auch sagen, auch nicht, oder? Gibt es denn nicht irgendwo doch noch ein Sein, das dann nicht sozialisiert ist? Das ist der Punkt, oder? Dort können Sie dann auch einsteigen als Kritikerin der heutigen Zeit, oder? Der heutigen Genderverhältnisse. Auch von mir, wenn Sie mich kritisieren mit männlich und weiblich, denke, da haben Sie die Möglichkeit, das jetzt hoffentlich verstanden zu haben. Und sonst, das Theologische ist für mich auch immer sehr wichtig. Sie können gerne auch per E-Mail, wird es von mir als etwas Persönliches verstanden, das nur öffentlich wird, wenn Sie auch zustimmen. Und wenn es auf den Social Media Kanälen kommt oder nach Absprache möglichst öffentlich, oder? Ich habe ein großes Interesse, dass die Dinge öffentlich sind, um eben das Dialogische, und dann nicht nur in der Zweierkiste, sondern auf möglichst viele möglicherweise Interessierte eben auszubreiten. Schamanismus ist etwas Soziales.